Augsburg 2012, auch ein Jahr der Baustellen, aber die symbolisieren letztendlich einen Um- oder besser gesagt vielleicht sogar einen Aufbruch, der in dieser Stadt passiert. Augsburg macht sich mit dem Umbau Königsplatz Hauptbahnhof fit für die Zukunft. Unser Thema jetzt hier im Jahresrückblick mit unserem Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel hier im Foyer des Theaters Augsburg ist jetzt der Innenstadtumbau im Rahmen vom Projekt Augsburg City. Herr Dr. Griebel, viele haben ja prophezeit, der Umbau wird die Innenstadt lahmlegen. Ich glaube, das Gegenteil ist passiert. Na Gott sei Dank treffen Prophezeiungen nicht immer ein, vor allem dann, wenn sie schlecht sind. Ich bin wirklich erleichtert darüber, dass alles gut abgelaufen ist und dass wir auch bei den unterschiedlichen Stufen der Baumaßnahmen kein Verkehrschaos hatten, sondern die Dinge gut gelaufen sind. Das ist natürlich der guten Vorbereitung geschuldet und der qualifizierten Durchführung, aber vor allem auch den Bürgern dieser Stadt und den Anliegern, den Einzelhändlern. Alle haben mitgemacht, alle tragen diese Maßnahme. Sie hat eine hohe Akzeptanz und man nimmt die ein oder andere Beeinträchtigung hin, aber trägt auch dazu bei, dass es gut abläuft. Und von daher muss ich sagen, Chapeau gegenüber den Augsburgern, die haben da wirklich eine gute Grundhaltung dafür. Sie sind ja inzwischen auch zum Pflasterstein-Profi geworden, auch schon mal Stöckelschuhe ausgeliehen. So weit ist es noch nicht gekommen, aber der Zweck dieser Neugestaltung der Innenstadt hat natürlich vor allem zum Gegenstand, dass die Aufenthaltsqualität verbessert wird. Es geht darum, dass die Innenstadt auch zukunftsfähig wird, dass der Einzelhandel florieren kann, dass die Menschen sich gerne in der Innenstadt aufhalten. Das ist eine Gestaltungsfrage, aber das ist auch eine Frage der Funktionalität und so ein glatter Pflasterstein, ein glatter Pflasterbelag ist halt einfacher zu begehen. Das ist auch gut für die älteren Menschen und Menschen mit Behinderung und so weiter. Wir haben die Innenstadt damit in einer Weise umgestaltet, wie sie auch für ältere Generationen tauglich ist.